Hallo, lieber Skorpion. Ein kleiner Wochenausblick für dich. Möchte ich gerne mal reinschauen ins Kollektiv mit Hilfe der Karten. Die Zeit ist nach wie vor fließend. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber. Und ja, wenn ich von Zukunft rede, wie gesagt, ist ein Wochenausblick. Höchstens 4 bis 6 Wochen. Obwohl ich das jetzt zeitlich begrenze von 13. bis 19. Aber wie gesagt, die Zeit ist ja fließend. So, für den Skorpion bitte. Ich nehme jetzt hier ein paar Überschriftenkarten. Und ja, wem das zu lange dauert, der darf gern ein Stück vorspulen. Gerne, doch. Für den Skorpion. Vom 13. bis 19. Februar 2023. Eine Überschrift hätte ich gerne noch aus diesem Deck. Okay, danke schön. Kommt da noch was? Nein. Aber aus dem Deck. Eine Message für Skorpion. Okay. Eine noch bitte. Ja. Dann wollen wir mal schauen, lieber. Also als erstes habe ich hier, du bist frei in der Wahl deines Zeitpunkts. Ein Anfang und ein Ende. Das ist das Sonnenrad. Das Sonnenrad. Mit der Jungfrau sammel deine Ernte. Mit der 6, also auch liebevoll. Also irgendwas Schönes. Es wird rund. Mit der 12, also die Quersumme ist 3. Finde einen neuen Sinn mit dem Schützen. Und haben wir noch den Löwen. Befreie deine Herzkraft. Also eigentlich, ja. Eigentlich ist alles gut, lieber Skorpion. Ne? Du arbeitest an deinem Glück. Ne? Das, also da habe ich auch den Abschluss. Ne? Ein Umdenken, also an der Vergangenheit. Also es ist auch so ein bisschen das alte Loslassen, also was dir hier so auf dem Herzen liegt. Ne? Finde einen neuen Sinn. Also dem kehrst du eventuell sogar den Rücken zu. Oder hast dem schon den Rücken zugekehrt. Und ja, jetzt drehst du dein Sonnenrad in eine andere Richtung. Und da wird das auch rund. Okay. Aber hier, Gedanken sind frei. Hier habe ich noch die Arbeit am Verdorbenen und die Verfinsterung des Lichts. Du lässt dir deine Sonne nicht mehr nehmen, Skorpion. Du arbeitest da nicht mehr an alten Geschichten. Da willst du nichts mehr von hören, nichts mehr von sehen. Das hast du abgeschlossen. Hier einen neuen Sinn. Also hier habe ich die Quersumme auch 9. 9. Finde einen neuen Sinn. Jo. Und was dich da am Herzen belastet hat, befreie deine Herzkraft, das ist weg. Das lässt du los, Skorpion. Okay. Für den Skorpion, bitte. Also die 9. 9, 9. Für den Skorpion, bitte. Ja. Nachrichten für den Skorpion, bitte. Ja.
Am Unterdeck habe ich dein Gegenüber, ja, in der Vergangenheit, dieser Diskussion, diese Nachrichten. Vielleicht hast du noch mal versucht, zu jemandem Kontakt aufzunehmen. Na, das war alles so zweifelhaft. Vielleicht ist es auch in Diskussion ausgeartet und na, da hat man kurzfristig mal seine Emotionen freien Lauf gelassen. Und das war für dich auch so der ausschlaggebende Punkt scheinbar, wo du gesagt hast, Klamia muss. Ganz einfach, Klamia muss. Ich lasse das jetzt. Ne? Ich habe da noch mal gebrüllt. Und ja, wer nicht will, hat schon. Okay. Gibt es da noch irgendwas? Für den Skorpion, bitte. Festig, ja. Das ist wieder dieses Loslassen, ne? Der Sarg und der Anker. Das hast du losgelassen. Da hast du hier. Und den positiven Wandel habe ich hier unterliegen. Ne, also das Vertrauen und die Gefühle, da hast du deinen Emotionen nochmal freien Lauf gelassen und oder wirst deine Emotionen nochmal freien Lauf lassen, ist ja eigentlich eine Zukunftslegung. Da sagst du vielleicht nochmal alles und dann ist Feierabend für dich. Ja. Und im Kartendeck, wie gesagt, habe ich den positiven Wandel und wie gesagt, das Sonnenrad, was du selber drehst. Für dich. Aber einmal musst du hier nochmal brüllen wie ein Löwe und dann geht das hier in die Sonne.